Heute für euch 6 Menschen, die das Unmögliche wahrgemacht haben. Los geht's! Und die Nummer 6, Josh Sundquist. Nachdem du seine Geschichte kennengelernt hast, kannst du jede Ausrede in die Tonne drücken. Im Alter von nur 9 Jahren erlitt Josh einen schweren Schicksalsschlag. Er erkrankte an Krebs und verlor im Laufe der Krankheit sein linkes Bein. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, seine Träume zu erfüllen. Er trainierte weiterhin seine Leidenschaft Skifahren und fuhr später bei den Paralympics mit. Nach dem Skifahren fing er an der Universität in Kalifornien zu studieren. Er machte seinen Master in Kommunikationswissenschaften und wurde daraufhin Motivationstrainer. 2006 nahm er bei der Fitness-Challenge Body for Life teil und gewann. Und die Nummer 5, Martha Mason. Im Jahr 1948 wurde das damals 11-jährige Mädchen mit Polio diagnostiziert. Ihr Bruder starb an dieser Krankheit. Polio ist eine Kinderlähmung, die heutzutage durch Impfungen zum Glück nahezu ausgerottet ist. Die Krankheit hatte für Martha schwere Folgen. Sie musste 23 Stunden am Tag in einer sogenannten eisernen Lunge verbringen. Ein Gerät, das den Kranken vor dem Ersticken bewahrt. Aber das hielt Martha nicht davon ab, ihre unfassbare Neugierde auszuleben. Mit Hilfe eines Computersystems war sie in der Lage, weiterhin dem Unterricht der Schule zu folgen. Sie machte einen Schulabschluss und studierte 2x erfolgreich. Sie verstarb 2009 und verbrachte bis dahin über 60 Jahre in der eisernen Lunge. Martha sagte immer, dass sie nur überlebt habe, weil sie so neugierig auf die Welt war. Es gab für sie zu viel zu lernen und zu entdecken, als dass sie hätte aufgeben können. Und die Nummer 4. Falls ihr jemals die Ausrede benutzt habt, ich bin zu alt dafür, dann hört jetzt ganz genau zu. Die deutsche Johanna Quaas, geboren 1925, fing im hohen Alter erneut an zu trainieren und ist heute die älteste Wettkampfturnerin der Welt. Im Alter von 86 Jahren wurde sie vom Guinness Buch der Rekorde dafür ausgezeichnet und heute im Alter von 90 nimmt sie immer noch an Turnieren teil. Sie ist trotz ihres Alters beweglicher und sportlicher als die meisten 20- bis 30-Jährigen. Nummer 3. Bethany Hamilton. Im Jahr 2003 wurde Bethany im Alter von 13 Jahren von einem Hai attackiert. Sie verlor durch die Haiattacke ihren linken Arm. Die meisten würden nach so einem Vorfall ihre sportliche Karriere an den Nagel hängen, aber Bethany trainierte weiterhin das Surfen. Sie nahm sogar an einer Reihe an Wettkämpfen teil und brachte einige Medaillen mit nach Hause. Nummer 2. Stefflant Hathaway. Besser bekannt unter dem Namen Stevie Wonder, ließ sich von nichts und niemandem unterkriegen. In jungen Jahren erblindete der kleine Stevie und trotzdem verließ ihn nicht seine Lebensfreude und seine Leidenschaft für die Musik. Obwohl Stevie blind war, meisterte er eine ganze Palette an Instrumenten und wurde später durch Songs wie Superstition oder Signed, Sealed, Delivered, einer der bekanntesten Künstler der Welt. Er wurde mehrfach mit den wichtigsten Preisen der Unterhaltungsindustrie wie dem Grammy, Oscar oder dem Golden Globe ausgezeichnet. Und jetzt die Nummer 1 für euch. Seit jeher war der amerikanische Präsident immer ein einflussreicher und berühmter Weißer, bis sich Barack Obama in die Politik einmischte und der erste schwarze US-amerikanische Präsident wurde. Obama kam nicht aus einer reichen Familie. Er wuchs in armen Verhältnissen auf und seine Familie interessierte sich nie sonderlich für Politik. Trotzdem schaffte er es, all diese sozialen Hindernisse zu überwinden und gewann die Präsidentschaftswahl im Jahr 2009. Wenn euch die Geschichten dieser unglaublichen Menschen gefallen hat, könnt ihr das Video jetzt noch mit einem Klick teilen oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!